Ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Und vielen Dank auch euch fürs Spielen, fürs Musizieren. Zwischendurch musstet ihr ziemlich lange stehen bleiben, aber es hat wunderbar geklappt. Vielen Dank für alles. Danke auch dir, Fredi, für die Einleitung. Ich möchte noch einmal stille werden und beten. Herr Jesus, du selbst bist jetzt hier. Und du selbst möchtest mir und uns allen begegnen. Du, Herr Jesus, in deiner Allmacht möchtest uns in unserer Ohnmacht begegnen. Möchtest uns ausrüsten, auch zum Dienst. Und Herr Jesus, wenn wir staunen heute Morgen über deinem Wort, dann mach es lebendig durch deinen Heiligen Geist in meinem, in unserem Herzen. Herr Jesus, wir sind so angewiesen auf dich. Ohne dich können wir nichts tun. Danke dafür. Amen. Nun, ich weiß nicht, wenn Sie das letzte Mal so richtig gestaunt haben. Heute Morgen, als wir losfuhren, und noch sogar etwas früher, als die Sonne noch nicht da war, es war noch ganz dunkel, ich saß in der Stube, die Vorhänge waren aufgezogen und langsam wurde es heller. Und ich habe vor dem Stubenfenster habe ich so Kästen mit Futtern für die Vögel. Da kommen schon die Meisen, da kommen die Amseln und so weiter. Und dann kommt langsam das Tageslicht. Als wir dann losfuhren, kam plötzlich die Sonne durch das Dunkel der Wolken. Und alles hat so geglitzert, hat in ein wundervolles, zauberhaftes Licht alles gehüllt. Wunderschön ist es insbesondere, wenn der Nebel liegt. Es ist alles so, wie wenn ein Mantel einem einhüllt. Und plötzlich kommt das Sonnenlicht durch diese Nebelschwaden hindurch und alles ist verzaubert. Können Sie noch staunen über Gottes Schöpfung? Können Sie noch staunen über dem, was Gott macht? Ich kann mich gut erinnern, da war ein lieber Freund aus Afrika, war auf Besuch bei uns und hat in seinem Leben noch nie Schnee gesehen. Da sind wir miteinander, sind hochgefahren auf den Sentis. Er hat gefroren wie ein Schlosshund, aber er hat gestaunt über Gottes Schöpfung. Und wisst ihr, was mich noch mehr erstaunt hat, er hat sich erstaunt und gesagt, wie kann es sein, dass hier oben Wasser fließt? Aus dem Wasserhahn kommt Wasser, der Strom funktioniert. Können wir noch staunen über solche Dinge? Interessant ist Folgendes. Der Psalmist, der sagt im Psalm 19, Vers 1, sagt der Psalmist, die Himmel, sie erzählen die Ehre Gottes und die Feste, sie verkündigen seine Händewerk. Ein David, er konnte noch staunen. Er konnte staunen über die Allmacht Gottes, über die Schöpferkraft Gottes. Können wir noch staunen? Der Paulus erstaunt auch, aber erstaunt in einer anderen Art und Weise. Und es ist mein Gebet, dass wir staunen können heute Morgen, wie der Apostel Paulus. Und dann dieses Staunen mit hinübernehmen in Römer Kapitel 12. Der Paulus erstaunt und er bringt dieses Staunen zum Ausdruck. Wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, schlagen Sie bitte auf. Römer Kapitel 11, Vers 32. Römer Kapitel 11, Vers 32. Und dort staunt der Apostel Paulus und er bringt seine Worte, bringt er aus seinem Staunen, bringt ihn folgende Worte, bringt er zusammen und sagt dann dort, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Der Paulus, der kann staunen über was? Über das, was er jetzt gerade dargelegt hat im ganzen Römerbrief, Kapitel 1 bis Kapitel 12 oder 11 am Schluss. Und er sagt dann, oh, welch ein Reichtum, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Über was hat Paulus gestaunt zuerst, Kapitel 1 bis 3? Über die Verlorenheit der Menschheit. Wann hast du das letzte Mal gestaunt über deine eigene Verlorenheit? Erschüttert über dem, ich kann mich nicht selber erlösen. Das ist keine gerecht, auch nicht einer. Hören wir doch auf, positiv über uns zu denken. Das ist keine gut. Und darüber staunte Paulus. Jeder, auch du und ich, sind jederzeit zu jeder Sünde fähig. Es ist ein Staunen über unsere Verlorenheit. Paulus staunt aber dann noch viel, viel mehr. Er staunt dann über die Größe Gottes, über die Liebe Gottes zu uns verlorenen Menschen. Dass einer, der selbst gerecht ist in seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Tun, in seinem Charakter, dass dieser eine für mich ans Kreuz von Golgatha geht.
Da staunt der Paulus. Er kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, dass dieser ewige Gott Mensch wird in Jesus und für mich ans Kreuz geht. Kannst du über dem noch staunen? Dass er der Gerechte für mich Ungerechten stirbt? Dass er der Heilige für mich Sünder ans Kreuz geht? Dass er der Reine für mich Unreinen bezahlt? Dass er mit seinem Blut meinen Schmutz, meine Sünde abwäscht? Können wir darüber noch staunen? Der Paulus erstaunt. Und er staunt auch über den Zeitpunkt, wo das geschah. Der Gerechte stirbt für mich, als ich von ihm noch gar nichts wissen wollte. Ich habe ihn mit meiner Schuld, mit meiner Sünde, habe ich ihn ins Gesicht geschlagen. Es waren meine Sünden, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Ich spuckte ihm ins Gesicht. Es waren meine Fäuste, die ihn schlugen. Können wir noch staunen über diesen Jesus? Über diesen Jesus, der mich unentwegt liebt, obwohl ich ihn geschlagen habe. Obwohl ich ihn ans Kreuz nagelte. Obwohl es meine Schuld war, die seinen Tod verursachten. Paulus staunt darüber, dass Gott selbst die Anklageschrift zerreißt, weil sein Sohn diese Anklageschrift erfüllt hat, bezahlt hat. Paulus staunt darüber, dass wir keine Sklaven der Sünde mehr sein müssen. Paulus staunt darüber, dass unser Gewissen bei Jesus zur Ruhe kommen darf. Paulus staunt darüber, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Jesus sind. Dass wir Frieden haben dürfen mit Gott selbst, ja, dass Gott sogar uns sagt, ich will dein Papa sein. Darüber staunt der Paulus. Er staunt darüber, dass Gott uns sagt, ich habe euch eine Wohnung bereit und ich möchte euch zu euch holen, damit ihr seid, wo ich bin. Paulus staunt darüber, dass Gott nie den Überblick verliert. Paulus staunt darüber, dass Gott, wenn er etwas gesagt hat, zu seinem Wort steht. Er sagt über dem Volke Israel, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Über all dem staunt Apostel Paulus. Und deswegen fasst er sein Staunen zusammen in Römer 11, 32 und sagt dann, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Können wir noch staunen? Und wisst ihr, je mehr wir staunen und je mehr wir staunen können, umso mehr bringt das und führt das uns in die Hingabe hinein. Wenn ich staune über dem, was er getan hat, dann kann ich nicht anders, als mich ihm zur Verfügung stellen. Dann kann ich nicht anders, als mich ihm hingeben. Und dieses Staunen löst in Paulus dieses Wort aus, nämlich das Wort Hingabe. Er sagt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also zuerst einmal staunt er und dann aus diesem Staunen heraus kommt er zur Hingabe. Gebt euch hin. Hingabe bedeutet nichts anderes als eine starke Leidenschaft haben für etwas. Eine starke Leidenschaft für Jesus. Hingabe bedeutet nichts anderes, als zutiefst innen berührt sein, berührt von dem, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Hingabe bedeutet eine ausgeprägte Bereitschaft, sich für eine Sache, nämlich für die Sache Jesus einzusetzen. Kannst du noch staunen über Jesus? Je mehr, dass du staunst über ihn, umso mehr kannst du dich auch hingeben. Und je mehr, dass du dich hingibst, umso mehr staunst du. Und umso mehr wird dein Leben erfüllt von einer Fülle, von einer Freude, von einem Segen. Nun, nach der neuen evangelistischen Übersetzung heißt Römer 12, Vers 1 wie folgt. Ich lese Römer 12, Vers 1 nach der neuen evangelistischen Übersetzung.
Und dort sagt der Paulus, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass auch ihr mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer euch zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Aus diesem Staunen des Paulus heraus kann er nicht anders als sein ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Wenn ich staune über Jesus, dann kann ich nicht anders als mein Leben ihm weihen. Wenn ich staune über dem, was er getan hat, Gott wird Mensch, er entäußert sich selbst, da kann ich nicht anders als sagen, Herr Jesus, hier hast du mein Leben ganz. Paulus, er sagt, ich ermahne euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Wisst ihr, das Schöne ist, je mehr wir staunen, umso mehr kriegt auch Gottes Geist in unserem Leben Raum. Und hier Paulus sagt, wisst ihr nicht, Gottes Geist wohnt in euch. Ihr seid nicht alleine. Gebt euren Leib hin. Ist unser Leib wirklich eine Wohnung des Heiligen Geistes? Ist es uns bewusst? Staune ich darüber, dass Jesus in mir Wohnung gemacht hat? Er, der ewige Gott, wohnt in mir. Gottes Wohnung, fühlt sich Gott in mir wohl? Bin ich ein Wohnplatz, wo er sich gerne zu Hause fühlt? Bin ich abgesondert für ihn? Bin ich ihm geweiht? Meine Gedanken, mein Reden und Tun? Im Alten Testament, da sehen wir von dieser Wohnung Gottes auf dieser Erde, wie Gott selbst Wohnung gemacht hat im Tempel in Jerusalem. Der Tempel wurde gebaut von Salomo. Und dann kommt Gott und nimmt Wohnung in diesem Haus. Und dann lesen wir über diesen Tempel in 2. Chroniker Kapitel 5, ab Vers 13, da wird Folgendes gesagt über den Tempel Gottes auf dieser Erde. Da heißt es, da wurde das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Im Alten Testament, im Tempel in Jerusalem, da hat Gott Wohnung genommen. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte dieses Haus. Und heißt es, und die Priester konnten wegen der Herrlichkeit des Herrn nicht hinzutreten. Und über dem ganzen Tempel, da war sichtbar die Gegenwart Gottes. Gott fühlte sich dort zu Hause. Kann man das von dir auch sagen? Je mehr ich staune über Gottes Werk, je mehr entferne ich mich auch von jeder Sünde. Je mehr ich staune über das, was Jesus getan hat, umso mehr mache ich auch Gottes Geist in meinem Leben Raum. Nicht ich mache es. Nein, ich lebe die Beziehung mit Jesus und dann macht er es. In 1. Korinther 3, Vers 16, da sagt der Apostel Paulus, und er erinnert die Gläubigen in Korinth und er sagt ihnen, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Bist du dir dessen bewusst? Kannst du staunen über das, dass Jesus in dir Wohnen gemacht hat? Wenn du ein Kind Gottes bist, wohnt Jesus in dir durch seinen Heiligen Geist. Und da stellt sich die Frage, ich habe sie schon mal gestellt, fühlt sich Jesus in dir wohl? Sieht man dir an, dass Jesus in dir wohnt? Sehen die Menschen um dich herum etwas von der Gegenwart Gottes in deinem Leben? Und deswegen sagt Paulus, begebet eure Leiber Gott zu einem wohlgefälligen Gottesdienst. Sieht man das? Merkt man das?
Paulus sagt dann uns im Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Noch einmal, staunst du noch über Jesus? Staunst du über sein Wesen, über seine Art? Staunst du über das, was er getan hat? Über sein Evangelium? Je mehr ich staune, je mehr gebe ich mich ihm hin. Klaus-Günther Pasch hat einmal Folgendes gesagt: Die Heiligkeit Gottes verändert unsere Nachfolge. Und je besser wir ihn kennen, desto mehr staunen wir und desto heiliger leben wir. Noch einmal, die Heiligkeit Gottes verändert unsere Nachfolge. Je besser wir ihn kennen, desto mehr staunen wir und desto heiliger leben wir. Staunst du noch über Jesus? Aus dem Staunen heraus gibst du dich ihm hin. Und in der Hingabe an ihn staunst du noch mehr, gibst ihm noch mehr hin. Und dein Leben wird so erfüllt von einer Freude. Haben wir oft keine Freude, weil wir Jesus so wenig kennen? Leider ist unser Alltag oft ganz anders. Und so muss Paulus dann sagen, und jetzt kommt so ein ermahnender Faktor, kommt hier ins Spiel. Und er sagt in Vers 3, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wir sind Kinder Gottes, wir sind erlöst, Jesus wohnt in uns, wir sind verpflichtet zum Staunen. Aber oft sieht das Leben anders aus. Und deswegen kommt Paulus und sagt, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei. Wie schnell stehen wir alle, stehen in Gefahr, stolz zu werden. Und gerade die Starken, die Klugen, die Gutgebildeten, die Gutsituierten, die stehen so schnell in Gefahr, gut von sich zu denken. Höher von sich zu halten, als recht ist. Und dann geringschätzig auf die Schwächeren hinunterzuschauen. Paulus sagt gerade diesen, inklusive mir, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt. Paulus ruft uns also zur Besonnenheit auf. Besonnenheit hat zu tun mit Nachdenken. Über was denke ich nach? Habe ich Jesus vor Augen? Denke ich über ihn nach? Staune ich über ihn? Und wenn ich so staune über ihn, dann kann ich nicht negativ denken oder höher denken über den anderen. Geht nicht. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir gingen alle in die Irre. Und dann stelle ich mich auf die genau gleiche Stufe. Dann ist mein Mitbruder und meine Mitschwester, wir sehen sie auf der genau gleichen Ebene, nämlich als verlorene Sünder, die begnadigt wurden und am Kreuz von Golgatha. Jedem von uns wurde die Erlösung zuteil. Und es spielt einmal keine Rolle, ob du auf dem Friedhof bist und viel Geld hattest, hohes Ansehen hattest. Es spielt nur eine Rolle, ob du mit dem lebendigen Gott versöhnt bist. Und das stellt uns alle zusammen auf eine einzige Stufe. Und das meint Paulus. Denke danach, denke darüber nach. Wir sind alle eins gemacht in Jesus Christus. Dort treffen wir uns. Und zu dieser Besonnenheit ruft uns Paulus auf. Wir haben alle den gleichen Ursprung, verloren in Sünde. Wir haben aber alle die gleiche Grundlage, wenn wir an Jesus Christus glauben, das Kreuz. Wir haben alle den gleichen Herrn, Jesus Christus. Und wir haben alle das gleiche Ziel, einmal bei ihm aus Gnaden zu sein. Und da hat es keiner verdient.
Denn keiner ist gerecht ohne Jesus Christus. Und deswegen sagt Paulus, sind wir aufeinander angewiesen. Und nun kommt Paulus und zeigt uns, richtet uns seinen Blick und sagt, schaut einmal, wir sind alle aufeinander angewiesen. Von dem Staunen über das, was Jesus getan hat, zeigt er uns auf, was wir sind in Jesus. Und er zeigt uns auf, dass wir einander brauchen. Einer braucht den anderen. Ohne den anderen geht es nicht. Wir brauchen jemanden, der uns anschubst. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Wir brauchen jemanden, der uns trägt. Wir brauchen jemanden, der uns ermutigt. Wir brauchen jemanden, der uns zurechtweist. Und genau das ist auch der Gedanke, zu dem nun Paulus kommt. Und er kommt nun in Vers 4 bis 5. Und wir lesen das. Römer Kapitel 12, Vers 4 und 5. Und sagt er, denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. Und als Einzelne untereinander sind wir Glieder. Hier braucht Paulus ein Bild, das jeder gerade versteht. Wir brauchen einander. Ganz viele Glieder hier in der Gemeinde. Aber alleine geht es nicht. Ohne meine Hand ist mein Daumen nichts wert. Ohne meinen Arm, meine Hand nichts. Und ohne Kopf geht sowieso nichts. Wir brauchen einander. Du brauchst deinen Nachbarn. Dreh dich mal zur Seite. Nicht zu deinem Ehepartner, auf die andere Seite. Ja, auf die Seite. Dreht euch nur mal um. Dreht euch mal nach hinten. Ihr braucht einander. Ohne einander geht es nicht. Wir hatten letztes Wochenende, hatten wir das Weekend. Ski-Weekend, wir waren 60 Personen. Und der Freddy hat die Angewohnheit, sagt jeden Abend zusammen und morgen singen wir wieder miteinander das Lied. Warum geht es denn nicht als Solochrist? Warum geht es denn nicht als Solochrist? Warum kann es alleine gehen? Weil du alleine ganz verloren bist und niemand helfen kann. Ich merke, Zürichdeutsch geht es besser. Jetzt muss ich wieder hochschalten, auf den Mund. Warum geht es denn nicht als Solochrist? Warum kann es alleine nicht gehen? Weil du alleine ganz verloren bist und dir niemand helfen kann. Es ist so treffend gesagt. Wir brauchen einander. Und dieses Miteinander in der Gemeinde Jesu, das Staunen über das, was Jesus getan hat, ist nie Selbstzweck, sondern es ist immer ein Füreinander, ein Miteinander, ein Zueinander und um eines zu tun, um Jesus zu verherrlichen. Es ist ein sich ergänzen, sich ermutigen, unter die Arme greifen, ein sich ermahnen und zurechtweisen. Und gemeinsam gehen wir den Weg dem Lamme nach. Gemeinsam folgen wir Jesus. Gemeinsam wollen wir ihn loben. Gemeinsam wollen wir ihn anbeten. Und gemeinsam wollen wir ihn verherrlichen und das Ziel erreichen. Um das geht es. Weswegen wurden wir erlöst? Warum aus der Sünde rausgeholt? Warum zeigt uns Apostel Paulus im ganzen Römerbrief das ganze Evangelium auf? Mit einem einzigen Ziel, um miteinander Jesus groß zu machen. Über das staunt Paulus. Können wir noch staunen? Paulus erstaunt, wie Gott Menschen beruft, wie Gott Menschen zu sich zieht, wie Gott Menschen herausholt aus dem Schlamm der Sünde, wie Gott Menschen herausholt aus den unterschiedlichsten Schichten, sozialen Schichten. Das staunt Paulus. Können auch wir darüber staunen? Aus den unterschiedlichsten Berufen, aus den Kulturen, die unterschiedlich nicht sein könnten. Und er macht aus allen diesen, macht er eine Einheit in Jesus, sein Leib, seine Gemeinde. Er bewirkt Einheit durch das Kreuz von Golgatha. Es ist eine organische Einheit, nicht eine organisierte Einheit, nicht von oben verordnet, sondern gewirkt durch Gottes Geist in uns. Und über alledem kommt Paulus nicht mehr aus dem Staunen heraus. Corrie ten Boom hat einmal Folgendes gesagt.
In der Gemeinde Jesu geht es nicht um Sympathie oder Antipathie, sondern es geht um das ehrerbietige, liebende Ja zueinander. Kannst du Ja sagen zu deinem Bruder, der dich so nervt? Der immer wieder in die Seelsorge kommt? Der immer wieder die genau gleichen Nöte hat? Können wir Ja sagen zu ihm? Ihn unterstützen, ihm helfen, ihm zur Seite stehen? Und wisst ihr, Gott möchte, dass wir einander helfen, dass wir einander tragen und einander stützen, um ihn groß zu machen. Und dann gibt Gott in diese Gemeinde hinein die unterschiedlichsten Gaben, um mit diesen Gaben einander zu helfen, zu unterstützen, zu befähigen. Und diese Gaben zählen nun Paulus auf in Römer Kapitel 12, Vers 6 bis 8. Dort sagt Paulus, wenn wir auch verschiedene Gaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, zum Beispiel Weissagung, so stimmen sie doch mit dem Glauben überein. Wenn einer dient, so sei es in dem Dienst. Wenn einer lehrt, in der Lehre. Wenn einer ermahnt, in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Fleiß. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also hier zählt Paulus verschiedenste 7 Gaben, führt er auf, zum Zeigen, diese Gaben sollen dazu sein, dass die Gemeinde Jesu miteinander noch viel besser den Weg gehen kann, noch viel besser einander helfen kann, einander stützen kann auf dem Weg dem Lamme nach. Und ich lese es hier auch wieder nach der neuen evangelistischen Übertragung ab Vers 6. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, Worte Gottes weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, dann soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Hier werden also 7 verschiedene Gaben aufgeführt, zum Wohle der ganzen Gemeinde. Und ich möchte nun ganz kurz diese einzelnen Gaben aufführen. Ganz kurz miteinander mal anschauen. Es geht darum, um miteinander noch besser mit dem Herrn als Gemeinde zusammenzuarbeiten. Und nun sagt Paulus, Gott hat Gaben gegeben in die Gemeinde, in diesen Leib hinein. Nämlich die Gabe der Weissagung, oder? Andere Übersetzungen sagen, die Gabe, die Fähigkeit, das Wort Gottes auszulegen. Oder das Wort Gottes so auszulegen durch Aufdeckendes, Durchschauendes, in bestimmte Situationen hineingesprochenes Wort Gottes. Kennen wir nicht auch solche Prediger in unserer Gemeinde, die diese Gabe haben? Die mir sagen, schaut einmal das und das und das. In der Zeit, in der Situation leben wir. Aufgrund der Bibel. Die Vergangenheit beleuchten, die Gegenwart aufzeigen und hinzeigen auf die Zukunft, die auf uns zukommt, das ist damit gemeint. Ich bin so froh, dass Gott uns solche Menschen gibt in unsere Gemeinde, in die weltweite Gemeinde. Um einander wach zu rütteln. Schau einmal, der Herr Jesus, er kommt. Wir gehen ihm entgegen. Bist du bereit, wenn er kommt? Das ist damit gemeint. Er kommt und sagt, die Gabe des Dienens. Ich lese es nach der Übertragung, evangelistische Übersetzung. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Kennen wir nicht Brüder, die immer wieder die Ziehungshalle auf- und zuschließen? Brüder und Schwestern, die bereit sind, um die Ziehungshalle alles zu putzen und zu kehren? Das ist eine Gabe Gottes. Oft schauen wir geringschätzig auf diese runter. Oder wir stehen in Gefahr, das zu tun. Wir verachten damit den Geber dieser Gabe.
Und wenn wir diese Gabe haben und sie nicht einsetzen, auch dann verachten wir den Geber dieser Gabe. Es ist eine Gabe Gottes, die sich auszeichnet durch Treue, durch Hingabe und Pflichtbewusstsein. Es gibt Geschwister, denen kann ich etwas sagen und ich weiß hundertprozentig, es ist richtig gemacht. Das ist die Gabe von Gott gegeben, in Treue eingesetzt. Und wisst ihr, was die Bibel sagt über solche Diener? Es sind Diener Gottes. Über die sagt die Bibel in Matthäus 25, 21, recht so, du guter und treuer Knecht, Diener, Sklave, Kellner und so weiter, sind genau die gleichen Worte. Recht so, du guter Diener, du guter Sklave, du guter Kellner. An der Osterkonferenz in Treue das Essen ausgeschöpft. Es ist eine Gabe Gottes. Setzen wir sie ein? Und dann sagt die Bibel, geht weiter und sagt, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Gott freut sich über dich, wenn du die Gabe des Dienens einsetzt zu seiner Ehre. Und er krönt dich eines Tages. Wo wären wir als Gemeinde ohne die vielen Helfer an der Osterkonferenz, in der Kinderhütte, hinter der Kulisse im technischen Dienst? Ohne die freundlichen Helfer beim Büchertisch und so weiter und so fort. Das ist gemeint. Wenn du die Gabe des Dienens hast, und ein jeder von uns hat die mehr oder weniger, setz dir das mehr ein und diene mit dem, was du kannst. Da kommt Paulus und sagt, und auch hier wieder ein Grund zum Staunen, da sagt Paulus, die Gabe des Lehrens. Es bedeutet biblisches Wissen vermitteln. Und ich habe immer einen Horror davor, wenn biblisches Wissen vermittelt wird und die Leute dabei einschlafen. Dann muss ich annehmen, der hat die Gabe des Lehrens nicht. Aber wenn jemand biblisches Wissen vermittelt und die Leute sind so begeistert, nicht über den, der das weitergibt, sondern über dem, was er gelehrt hat aus dem Wort Gottes, staunen nach Hause geht, das ist doch ein Geschenk, ist eine Gabe Gottes. Und ich bin froh, dass wir das haben. Wenn plötzlich einem die Zusammenhänge aufgehen, wie haben sich die Jünger gefühlt auf dem Weg nach Emmaus? Sie waren völlig deprimiert. Sie waren niedergeschlagen. Und da kommt Jesus und er fängt ihnen an, das Wort Gottes zu lehren, aufzuzeigen, aufzudecken. Und sie fangen an, innerlich werden sie warm, fangen an zu strahlen. Plötzlich, die Verknüpfungen sind plötzlich da. Hat nicht unser Herz gebrannt? Aufgrund von was? Aufgrund des Wortes Gottes. Das ist biblische Lehre vermitteln. Und auch solche haben wir. Ich staune manchmal, wie der Herr Leute begabt. Ein riesengroßes Geschenk. Kommen wir zur Gabe des Ermahnens. In Vers 8, da heißt es, wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Hier geht es um nichts anderes als um Seelsorge. Auch Seelsorge ist eine Gabe. Nicht jeder kann das. Es nützt nichts, wenn man als Schnellzug, als Dampfwalze durchfährt und die Leute zertrümmert zurücklässt. Das hat nichts zu tun mit Seelsorge. Sondern Seelsorge ist, ich rufe jemand zur Seite, ich tröste ihn, ich ermutige ihn, ich ermuntere ihn auf dem Weg mit Jesus. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel der Barnabas. Er wird auch genannt Sohn des Trostes. Barnabas war ein Ermutiger. Er hat den Paulus gesehen nach seiner Bekehrung und er war ausgestoßen. Die Gemeinde wollte mit dem nichts zu tun haben. Und was geht er? Er geht und er holt ihn zurück in die Gemeinde. Er sucht Mittel und Wege, damit Paulus wieder Anschluss kriegt. Er ist um das Wohl der Seele des Paulus bemüht. Das ist Seelsorge. Und echte Seelsorge geschieht immer aufgrund des Wortes Gottes, immer. Der Seelsorger ist von Liebe durchdrungen, vollem Mitgefühl, aber auch völlig voller Klarheit und Konsequenz. Er zeigt Dinge aufgrund des Wortes Gottes. Er zeigt Auswege.
und er hilft auch, die umzusetzen. Und er geht mit gutem Beispiel, geht er selber voran. Und dabei sucht er nie, Menschen an sich zu binden. Er hilft diesen Menschen und er geht wieder in den Hintergrund. Und er bringt die Menschen, oft ist es ja so, dass diese Menschen die Seelsorge nötig haben, oft in einer falschen Gottesbeziehung leben. Oder die Gottesbeziehung ist in den Hintergrund getreten. Und er geht diese Seelsorge und er nimmt die Menschen und er stellt sie wieder vor Gott hin. Lebe du wieder eine echte Beziehung mit Jesus Christus. Und er geht noch einmal im persönlichen Vorbild und Lebensstil geht er voran. Ich habe mich riesig gefreut. Ich zeige jetzt hier eine CD von Dr. Armin Mauerhofer. Kranken- und Sterbeseelsorge, aber wie? Ich habe diese CD gehört und ich habe geweint. So fantastisch, wie dieser Mann Sterbe- und auch kranke Seelsorge macht. Wunderbar. Das brauchen wir. Könnt ihr drüben kaufen am Büchertisch. Wir brauchen noch mehr Seelsorge. Seelsorge, die um die Seele der Menschen bemüht sind. Es ist eine Gabe Gottes. Kommen wir zum fünften. Die Gabe der Mitteilung oder die Gabe des Gebens. In Vers 8 heißt es auch, wer gibt, gebe in Einfalt. Hier geht es um finanzielle Unterstützung. Hier geht es um das liebe Geld. Es ist eine Gabe Gottes, wenn du einen Fünfliber im Sack hast. Und an jeden von uns ist dazu aufgefordert, diese Gabe auch in der Tat umzusetzen. Aber es gibt ganz spezielle Leute, die haben noch etwas mehr zum Geben als andere. Und auf diese trifft es noch etwas mehr zu, diese Gabe. Sie können noch mehr geben. Es ist grundsätzlich noch einmal die Verantwortung von einem jeden von uns. Alle sollen mithelfen, Gottes Reich zu finanzieren, zu unterstützen, aufzubauen. Aber hier sagt uns Paulus etwas ganz Spezielles, dass es ganz spezielle auch Menschen gibt in der Gemeinde Jesu, die Gabe haben, weil sie mehr finanzielle Mittel zur Verfügung bekommen haben, als Verwalter, dass sie diese Gaben auch einsetzen für und in dem Reich Gottes, zum Wohle des Leibes Christi. Ich finde es immer schade, wenn Christen Geld geben an dieses Werk, aber es sind keine christlichen Werke. Sie machen Sozialarbeit, aber ohne Christus. Wenn wir Geld haben, sagt Paulus, sollen wir in erster Linie das geben für Christen, für christliche Werke, für christliche Aufgaben. Was nützt es dem Menschen, sagt die Bibel, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt? Und auch Schaden nimmt an seine Seele. Gott hat uns als Verwalter eingesetzt. Er hat uns Güter anvertraut. Und diese Güter sollen wir auch weise einsetzen. Zum Wohle seiner Gemeinde. Zum Auferbauung seines Leibes. Zur Förderung des Evangeliums. Zur Verbreitung der guten Botschaft. Der Botschaft, die uns Paulus dargelegt hat in Römer Kapitel 1 bis 8. In Jakobus 2, Vers 15, da lesen wir, wenn aber dein Bruder, also nicht dein Nachbar, dein Nächster, sondern wenn aber dein Bruder oder deine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht für den Leib Notwendige, was nützt es? Und im 1. Johannesbrief heißt es, Vers 3, 17, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Sind wir Kanäle der Gaben, die uns Gott anvertraut hat? Ich bin so froh, dass wir Geschwister haben, die diese Gabe haben, die unterstützen können. Die Missionsprojekte, Missionsgesellschaften unterstützen, die finanziell sich hinter Missionare stellen und sagen, ja, ich sende dich aus, indem ich dich jeden Monat unterstütze.
Diesen Dienst meint hier Paulus. Diese Gabe charakterisiert hier Paulus, indem er sagt, der aber gibt, der tue es in Einfalt. Und das bedeutet Einfalt. Einfalt bedeutet, ich nehme ein Blatt Papier, ich falte es in der Mitte und dann habe ich einen Falt. Das ist Einfalt. Und wenn ich durch diese Linie sehe, dann sehe ich nichts mehr rechts und links. So soll ich geben. Es geht den anderen hinter dir, vor dir, neben dir nichts an, was du gibst. Du gibst es alles dem Herrn. Deswegen sagt Paulus, wer gibt, der gebe es in Einfalt, ohne Hintergedanken, in Schlichtheit, ohne weitere Motive und ohne, dass ich denke, ich könnte durch diese finanziellen Mittel Einfluss nehmen. Ich gebe es Gott. Ich gebe es als dem Herrn. Ich gebe es in Verantwortung vor dem Herrn, in die Hände der Gemeinde Jesu. Das ist damit gemeint. Dann kommt Paulus zum Sechsten und sagt dann, schon fünf nach, oh je, yeah, Entschuldigung, die Zeit rennt. Und dann sagt Paulus, wer Verantwortung übernimmt, also auch in der Gemeinde Jesus, da gibt es Vorsteher, da gibt es solche, die leitende Funktion haben. Und dann sagt Paulus zu ihnen, wer vorsteht, der tue es mit Eifer. Es gibt Menschen, die vorne stehen, die vor den Heiligen stehen müssen, die führen und leiten sollen. Und wisst ihr, dieses Amt, sagt Paulus, soll man mit Eifer tun, mit ganzer Hingabe, mit dem ganzen Herzen, wie eine Kerze, die brennt. Und eine Kerze kann nur brennen, wenn sie verbrennt. So soll der Dienst der Verantwortung sein. Paulus schreibt in Apostelgeschichte 20, Vers 19, er sagt, ihr wisst, wie ich vom ersten Tage an, als ich nach Asien kam, unter euch gelebt habe, wie ich dem Herrn demütig wie ein Sklave diente, manchmal unter Tränen und in schweren Anfechtungen, die ich durch die Angriffe der Juden kam. Ihr wisst, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was wichtig für euch ist. Ich habe euch öffentlich und in den Häusern alles verkündigt und gelehrt. Juden und Nichtjuden habe ich beschworen, ihre Einstellung zu Gott zu ändern und ihr Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, zu setzen. Das ist ein geistlicher Führer. Voller Einsatz, ganzer Fleiß, Fürsorge und mit ganzem Einsatz. Ich bin froh, dass wir solche Menschen haben, auch in unserer Gemeinde. Da kommt Paulus zum Letzten und er sagt, wer Werke der Barmherzigkeit übt, auch Vers 8, der tue es mit freudigem Sinn. Ja, das ist nichts anderes, als was wir tun im Seniorenzentrum. Werke der Barmherzigkeit, liebvolle Fürsorge und Pflege der Kranken, der Schwachen, der Alten. Und das nicht mit einem sauren Gesicht, wie man einen sauren Hering gefuttert hätte, sondern mit einem fröhlichen Gesicht. So soll man durch Seniorenzentrum gehen. Es geht darum, den Elenden aufzurichten, Mitleid zu haben, den Leidenden zu tragen. Friedrich von Bodelschwingh hat einmal Folgendes gesagt, wer erlösende Liebe erfahren hat, der kann rettende Liebe üben. Und wer von Barmherzigkeit lebt, der kann Barmherzigkeit erweisen. Gehen wir so staunend durch die Welt? Paulus, er ist voll von dem, was Gott gegeben hat in die Gemeinde Jesus. Den Dienst des Predigen, den Dienst des Dienens, den Dienst des Lehrens, den Dienst der Seelsorge, den Dienst des Gebens, der Gemeindeleitung, der Barmherzigkeit. Und wisst ihr, alledem, sagt Paulus, das ist alles für ein einziges Ziel, damit Jesus groß werde, damit Jesus gesehen wird. Wenn Ungläubige hier reinkommen, dass sie merken, das sind ja komische Leute, sie sind alle so fröhlich. Und wenn einer weint, dann weinen die anderen mit. Und wenn einer sich freut, dann freuen sich die anderen auch mit.
Und wenn einer in die Seelsorge geht, dann sind die anderen voller gespannter Erwartung, wie er das Problem gelöst. Kann dem geholfen werden? Es ist ein Miteinander, ein Füreinander. Das ist Gemeinde Jesus und für das ist Gemeinde Jesus da. Und deswegen sagt dann Paulus, und er geht dann weiter und führt ganz viele Dinge auf. Und er sagt dann, die Zeit rennt davon, ich kann nicht mehr machen. Aber dann sagt er da ab Vers 9, die Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, ich lese jetzt also einfach die Verse durch. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid untereinander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Was heißt hier? Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Ja, wie geht das? Ja, da haben wir noch viel zu üben. Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen. Und so dient dem Herrn. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft im Bedrängnis. Seid treu im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen. Und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Habt ihr schon jemanden eingeladen heute zum Mittagessen? Wenn nicht, dann macht's doch bitte. Also mich müsst ihr nicht einladen. Ich habe nachher noch Sonntagsschulsitzung, ja. Aber macht doch, fangt doch an. Übt Gastfreundschaft. Und wenn es nur Serbalesalat gibt, wunderbar. Und an der Tankstelle drüben bei der Esso, da gibt es noch Fertigpizza. Und nun kommt Paulus zu Vers 14 und er sagt dann, segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Wenn ich auf der Grundlage der Erlösung stehe, wenn ich weiß, wie mir Barmherzigkeit zuteil wurde, da kommt Paulus und sagt, segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Wie das aussehen kann, ich lese Ihnen einen Bericht vor von Open Doors, vom 22. diesen Monats. Rache wegen Karikatur in Niger. Nach der Veröffentlichung der neuen Ausgabe des Magazins Charlie Hebdo brach am 16. Januar eine noch nie dagewesene Welle der Gewalt gegen die Christen in Niger los. Beginnend in Sindar, der zweitgrößten Stadt des Landes, kam es auch in die Hauptstadt und weiteren Orte zu gewaltsamen Übergriffen. Bislang wurden die Zerstörung von 72 Kirchen, 7 christlichen Schulen, 30 Häusern von Christen und mehreren Pfarrhäusern registriert. Gottesdienste mussten wegen der extremen Gefährdung der Christen abgesagt werden. Mindestens 10 Menschen verloren ihr Leben. Der Präsident von Niger hat Folgendes gefragt an einer Radiosendung, womit haben die Christen das verdient? Er fragt die Muslime, was haben die Christen euch getan, um das zu verdienen? Wo haben sie euch Unrecht zugefügt? Und die Antwort darauf, Pastor Sani Nomu wandte sich mit einem bewegenden Appell an die Christen im Land. Ich rufe jeden einzelnen Gläubigen dazu auf, zu vergeben und zu vergessen und die Muslime mit aufrichtigem Herzen zu lieben und Christus mit ganzer Liebe nachzufolgen. Ich sage das mit Tränen in meinen Augen. Das ist alles sehr schmerzhaft und schwierig. Wir jedoch sind Kinder Gottes. Wir müssen die lieben, die uns verfolgen und sie in unsere Häuser einladen. Wir geben ihnen zu essen, wenn sie hungrig und zu trinken, wenn sie durstig sind. Wir sind Menschen des Friedens. Keiner soll nach Vergeltung trachten. Der Herr steht uns in dieser schweren Zeit zur Seite. Muslime in Niger, wir lieben euch mit der Liebe des Christus. Das kann nur jemand sagen, der selbst Jesus begegnet ist. Der auf der Grundlage steht, die der Apostel Paulus in seinem Evangelium uns darlegt. Und aus diesem Staunen kommt diese Handlung. Können wir noch staunen über Jesus? Paulus erfährt dann weiter und sagt, ab Vers 15,
Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Seid miteinander auf das gleiche Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch selbst nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedem Mann. Soweit es irgendwie möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn die Schrift sagt, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben, denn wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Und in alledem geht es nur um eines. Wie hat es Paulus gesagt in Römer 11, 36? Denn alles, aber auch wirklich alles ist von ihm, von Jesus. Von dem Schöpfer ausgegangen. Alles besteht durch ihn und es wird alles vollendet. Ihm gehören Lob, Ehre und Preis in Ewigkeit. All das dient dem einen Ziel zur Verherrlichung Gottes. Für das hat Gott dich berufen. Für das hat Gott dich herausgeholt. Für das hat Gott dich in diese Gemeinde gestellt. Damit wir als Gemeinde ihn verherrlichen. Und George Ferber, der langjährige Leiter und Gründer von Operation Mobilisation, hat einmal Folgendes gesagt. Es sollte das Ziel eines jeden wahren Christen sein, perfekt zu sein, im Geist zu leben, niemanden zu beleidigen, maximale Liebe zu haben, alles richtig zu machen und Gott in jeder Handlung zu verherrlichen. Das Ziel. Können wir so staunen über Jesus? Und deswegen sagt Paulus, wenn ihr so staunt über Jesus, begebet eure Leibe zum Opfer, dass der heilig, Gott wohlgefällige Gottesdienst sei. Möge das sein in ihrem Leben. Denn je mehr ich über Jesus staune, umso mehr habe ich das Bedürfnis, mich ihm hinzugeben. Amen. Lasst uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns ermutigst auf dem Weg mit dir. Wir selber, wir schaffen es nicht. Unmöglich. Aber du sagst, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, du wohnst in uns seit der Wiedergeburt. Wenn wir deine Kinder sind, dann wohnst du in mir, dann wohnst du in uns. Und es ist dein Sehnen, mich zu verändern in dein Bild, umzugestalten, damit wir ein helles Licht sind in einer Welt, die immer dunkler wird. Und Herr Jesus, wir denken gerade an die Christen in der Verfolgung, auch gerade die Christen in Niger. Oh Herr Jesus, danke, dass du treu bist, dass du sie durchträgst, dass du ein Helfer bist, derer, die in Not sind, dass du ein Helfer bist, der Witwen und Waisen. Und erbarme du dich, Herr, trage durch und verherrliche du dich auch da. Danke aus tiefstem Herzen. Und so wollen wir dich einfach anbeten, dich loben und preisen, über all dem, was du getan hast. Amen.